lügst. Ich schwöre, ich lüge nicht. Ich meine, naja, okay, ich lüge ein bisschen, aber ich bin Produzent. Was erwartest du? Ich werde dir jeden Cent zurückzahlen. Du hast mein Wort. Du hast 3 Tage. Danach werde ich dich erwürgen. Bitte, ich bin kein Idiot. Du warst nicht ganz ehrlich, was unseren Investor angeht. Ist ja gut. Wir stecken dauernd in der Patsche, aber wir kommen immer wieder raus. Jeder weiß es. Du brauchst Geld, Max. Kommt doch einfach mal ans Set. Frank Pierce ist auch da. Entschuldigung, Mr. Pierce? Könnte ich bitte ein Autogramm haben? Frank Pierce war mit 5 Millionen Dollar versichert. Dieser Mistkerl dreht keine Sekunde vom Film und verdient 5 Millionen Dollar. Stell dir vor, dir stirbt ein Darsteller und du kriegst nur einen lausigen Scheck von der Versicherung. Ich habe einen Plan. Was für ein Plan denn? Wir tun einfach so, als ob wir einen richtigen Film drehen. Er macht seinen Stunts selbst und wir versichern ihn für ein schönes Sümmchen. Oh, Sie sind Duke Montana? Ja, das ist Duke Montana. Was tun Sie da, Duke Montana? Meine tägliche Runde russisches Roulette. Sie sind die perfekte Besetzung für meine Hauptrolle. Ich fühle eine Verbindung zu der Story. Die ist gut. Aber Duke, das ist ein Western, also richtig männlich. Oh! Willkommen im Team. Ben stirbt bei einem Stunt, er ist tot und wir werden reich. Richtig reich. Action! Duke Montana, ich weiß, wenn er noch am Leben wäre, würde er jetzt sagen... Wo ist das scheiß Pferd hin? Duke, mein Gott, du lebst. Du kennst den Kerl nicht, er hat 9 Leben. Es kann doch nicht so schwer sein, jemanden umzubringen. Wir drehen eine abgefahrene Hängebrückenszene, die wird ein echter Killer. Ohne dich würde ich jetzt ganz bestimmt oben auf einer Wolke sitzen. Ah. Ich werde dich kriegen. Diese Leute würden für dich sterben. Pass auf, ich nehme dich beim Wort. Wir packen das. Sag mal, was für ein Mensch bist du eigentlich? Naja, ich bin Produzent. Wieso fährt ein Erfolgsproduzent wie du so eine alte Schrottkarre? Naja, ich bin halt einfach kein großer Angeber. Oder bist du pleite? Nein.